Beach Festival. Hallo. Du bist seit den letzten 5 Jahren, das ist ja quasi so ein kleines Jubiläum, jetzt 5 Jahre Helene Beach, du ganz bist genau. Seit den letzten 5 Jahren dabei, vom allerersten Mal bis jetzt. Wie kommt man denn darauf, irgendwo ein Festival zu machen und wie entwickelt sich sowas dann? Wir, unser Team, machen schon lange Event-Business. Schon seit Jahren sind da sehr erfahren und professionell, sag ich mal, auf dieser kleineren Ebene, so 2.000, 3.000, 5.000 Mann. Haben dann den See entdeckt, was sehr naheliegend ist, da er um die Ecke ist quasi. Und haben gedacht, wir wollen was in der Region entwickeln, was die Menschen interessiert und um die Region auch ein bisschen zu beleben und das, was wir können, halt weiter auszubauen. So kam es zu der Idee, ja. Es waren ja von Anfang an schon ziemlich gute Namen dabei. Ist das dadurch, dass ihr vorher schon so andere Festivals oder andere Sachen organisiert habt, dass ihr da so gute Kontakte hattet und es gleich so ein gutes Line-up gab? Das kann man so und so sehen, also beides, sowohl als auch. Ja. Natürlich hat man dadurch, dass man die Leute schon länger bespielt und unterhält und entertaint, so ein gewisses Händchen und weiß, was die Leute so wollen und brauchen. Aber es hat sich natürlich immer mehr entwickelt und weiter qualifiziert, weil man ja an seinen Aufgaben auch wächst quasi. Und auf was bist du denn besonders stolz in den letzten 5 Jahren? So? Ach, das sind mehrere Sachen. Das kann man jetzt gar nicht so... gut finde ich, wenn Künstler wiederkommen und uns immer noch feiern, weil wir sie feiern und andersrum so. KIZ zum Beispiel sind jetzt wieder hier, waren vor 3 Jahren hier, glaube ich. Sven Feht war hier, Mia, Kro, also eigentlich alles, was interessant und aktuell für die Zielgruppe ist. Ihr seid in diesem Jahr mit einem ganz besonderen oder mit einer ganz besonderen Charity-Aktion dabei. Kannst du mir dazu ein bisschen was erzählen? Ja, natürlich gerne, weil das ist so mein Herzensprojekt. Ja. Green Shiva ist das, was dahinter steht. Das ist ein gemeinnütziger Verein, den ich gegründet habe. Da geht es darum, das mal in einem Satz, es geht um so vieles. Es ist mehr so eine Community als ein Verein, es ist wie so eine Bewegung. Der Kern der Sache ist, Positivität in die Welt zu bringen, also die Welt positiver zu machen, weil ich daran glaube, dass je mehr man Positives reingibt, umso mehr Positives kommt zurück. Da gibt es verschiedene Projekte und Aktionen. Unter anderem, oder Fokus der Sache ist, Bildung zu supporten, weil die Kinder ja immer die Zukunft eines Landes sind und man sollte an den Wurzeln anfangen, das ist so, was dahinter steckt. Ja. Das aktuelle Projekt ist ein Schulbau in Nepal. Also ich war in diesem Jahr 2 Mal schon in Nepal, habe Freiwilligenarbeit gemacht, mittlerweile auch Freunde da und so weiter. Okay, du warst selbst dort und bist, ja, genau, hast dann quasi in Nepal diese Schulen gesehen und gemerkt, dass sie da Hilfe brauchen? Oder? Genau, ich war im Januar da und war als Volontär, habe 4 Wochen in einem Kinderheim gearbeitet, so mit 50 Kindern jeden Tag, habe vormittags Frauen auch in Englisch unterrichtet, Women Empowerment nennt man das. Hab dann meine Leidenschaft für das Land entdeckt und war auch noch nicht fertig nach den 4 Wochen und wollte gerne noch ein bisschen frei in dem Land mit meiner Zeit arbeiten, bin deswegen zurückgeflogen, 10 Wochen später und habe dann Kontakte aufgebaut, Freunde, habe mir das Land näher angeguckt und war eine Woche zurück und da kam das Erdbeben, 25.04. Ja. Das krasse Erdbeben mit ungefähr, wir wissen, was passiert ist, brauchen wir nicht weiter darauf eingehen, aber dann habe ich das dringende Bedürfnis empfunden, was zu tun, zu helfen, habe ein kleines Direkthilfe-Erdbeben-Hilfe-Spendenprojekt gemacht. Und dann diese Idee, eine Schule zu bauen, entwickelt, weil natürlich viele Schulen eingestürzt sind aufgrund der mangelnden Architektur, sag ich mal. Ja, und das machen wir jetzt. Also ich habe ein Team vor Ort und jetzt brauchen wir halt Geld, um die Schule neu aufzubauen. Die gibt es jetzt schon temporär, aber sie soll permanent gebaut werden. Und ihr habt auch eine ganz besondere Idee, wie ihr Geld für dieses Projekt zusammenkriegt. Genau. Und zwar, worum geht es da genau? Da spannt sich der Bogen quasi, ganz genau. Und zwar ist folgendes, also das ist, die Aktion heißt Artists for Education, Kunst für Bildung. Und ich erzähle mal ganz kurz, wie es zu der Geschichte kam, wenn ich darf. Und zwar war letztes Jahr Sonntag, lief ich durch genau diese Künstlergarderobe, da war ja kein Artist mehr hier. Und ich lief an der Garderobe von MC 50 vorbei und sah einen Tisch, der war so bemalt, in meinen Augen beschmiert. Und ich dachte erst, warum bemalt der Künstler meine Möbel? Jetzt muss ich ihn auch noch ersetzen. Gehe aber dichter an den Tisch ran und dachte, es ist die schönste Sachbeschädigung ever. Es war wirklich sehr künstlerisch, also so Street Art, Graffiti Style so. Also MC Fitti hat so einen IKEA-Tisch einfach
selbst künstlerisch. Selbst, genau, so in seinem Hip-Hop-Textile, sag ich mal. Also ob er es selbst war, ist nicht hundertprozentig bewiesen. Es kann auch seine Crew gewesen sein, aber da wir alle wissen, dass er es sehr gut kann, ist es sehr wahrscheinlich, dass er es selbst war. Who knows? Wir waren wunderschön. Ich hab den nie gefragt, ob er es war. Nö. Aber jetzt, wo die Aktion so läuft, kann man das bestimmt durchaus nochmal machen. Fakt ist, ich habe den Tisch gesichert, der steht jetzt in meinem Eventbüro, habe den Möbelbauer einfach einen neuen gekauft, weil die sind gar nicht so teuer, die gibt es bei Ikea, so günstige Tischproduktion. Und aufgrund dessen bin ich auf die Idee gekommen, warum nicht einfach ganz viele Tische kaufen und die dieses Mal bewusst in die Garderoben stellen, mit Stiften dazu, mit der Projektbeschreibung, um sie später bei eBay zu versteigern und den Erlös diesem Schulbau zugutekommen zu lassen. Oh, und wie viele Künstler sind da so dabei und was sind das so für Künstler? Es sind ja insgesamt über 100 Künstler auf dem Gelände. Mhm. Davon habe ich 25 ausgewählt, weil die Tische müssen ja auch gelagert werden und so weiter. Ne? 25 ausgewählt, die, wo ich denke, dass die für die User am interessantesten sind und natürlich auch den höchstmöglichen Erlös erbringen. Und ja, unter anderem ist Jakuza dabei. Da habe ich jetzt mal einen Tisch mitgebracht, der ist nämlich schon fertig. Die anderen sind noch so ein bisschen in der Produktion quasi. Genau, wir können ihn ja mal ins Bild zu halten, damit genau. Die Zuschauer auch mal sehen. Ja. Der ist sehr schön geworden, ich finde. Der hat sogar die sieht so aus, als könnte er Platz 1, also es gibt ja keine Platzierung, aber er sieht, ist schon echt wirklich schön. Wir werden sehen, ja. Und die Künstler zu supporten. Wer ist noch so dabei? Megalo, KZ, Prinz Pi, Bonaparte, gestern die Ostblock-Schlampen, Robin Schulz kriegt nachher noch einen Tisch in die Garderobe. Also eigentlich alle, die interessant sind für die Leute. Sehr schön. Und wie versteigert ihr die dann? Die werden ein paar Tage nach Event, je nachdem wie schnell wir durch sind mit allem, online gestellt auf eBay. Also es gibt ja eine Seite, greenshiva.org, auch eine Facebook-Seite. Aber auf der Homepage werden dann die Links eingestellt, wird jeder einzelne Tisch hochgeladen mit jeweils dem Künstler und dem Foto dazu. Und die Künstler supporten es auch über ihre Kanäle, also teilen diesen Link auch bei Facebook. Und dann können die Leute, die interessiert sind, ersteigern und im besten Fall kommt viel zusammen und wir können eine Schule bauen. Das klingt auf jeden Fall nach einer ziemlich genialen Idee, die so völlig zufällig entstanden ist. Danke, ja, cool, finde ich auch. Wie viel Geld braucht man denn da in Nepal, um so eine Schule zu bauen? Ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen. Spendenziel Minimum sind 15.000. Genau, wir brauchen aber auch noch ungefähr 1,57 für die Toiletten. Also das ist auch der Fokus. Wir wollen die Toiletten zuerst bauen, weil die Hygiene natürlich wichtig ist. Ja. Dass die Kinder, die kommen jetzt aktuell in diese temporäre Schule, so ein bisschen Dach und wackelig, aber dass der Alltag weiterläuft, die Routine und so. Da bauen wir als erstes Toiletten mit 1.750 Euro, wenn wir sie haben. Und dann die Schule und da brauchen wir auf jeden Fall 15.000. Ja. Das sind 8 Klassenräume, jeder Klassenraum irgendwie 300, sind 25 Schüler, ja, oder 250. Und dann ist es da quasi auch möglich, wirklich die Schule, dass das dann alles funktioniert und das schon. Ja, natürlich, weil ich habe, wie gesagt, ein Team vor Ort, auch vertrauenswürdige, also Freunde, die das quasi machen, unser Team auf die Beine gestellt haben. Und da geht das Geld hin. Ich fahre auch nochmal hin, natürlich, gucke mir das vor Ort auch alles an, logisch. Und man kann es auf der Seite aber auch verfolgen. Es gibt dann Projektalben und Ordner und wir machen mal, also skypen und schicken Bilder hin und her und ja. Also ab wann genau kann man die Tische dann jetzt ergattern? Ich würde jetzt mal behaupten, ab 3 Tage nach Event und dann läuft die Auktion 10 Tage. Okay. Wenn es einen Tag später ist, weil wir hier noch anstrengend produziert haben, sei mir das verziehen. Und dann geht es quasi für dich nach diesem Projekt wahrscheinlich mit Green Shiva auch weiter. Woher kommt eigentlich der Name? Der Name kommt daher, der setzt sich aus 2 Teilen zusammen, Green und Shiva. Ich fange mal mit Shiva an, Shiva deswegen, weil mein Name ist Conny. Und alle nennen mich immer Konnichiwa. Das kommt aber aus diesem Japanischen, so Konnichiwa, ne? So hallo. Aber ich schreibe das natürlich so, wie ich mich schreibe. Konnichiwa NY und Shiva halt wie der indische Gott, der hinduistische Gott. Weil ich mich mit dem, es ist nicht meine Religion, aber ich kann mich damit identifizieren. Der zertanzt halt alles nicht, was auch nicht auf Ehrlichkeit und wahre Liebe beruht. Das dazu. Okay. Green kommt daher, also Green steht im Grunde für Nachhaltigkeit, für einen bewussten Umgang mit Natur und Umwelt und Tierschutz und Liebe und naja, sowas halt. So setzt sich das so ein bisschen zusammen und Shiva steht im Grunde aber nicht für eine Religion, sondern mehr für Energie, für den Glauben an was Gutes. Genau. Ja. Also ich finde es auf jeden Fall eine einzigartige Variante, den Leuten in Nepal zu helfen und hoffe, dass es da noch ganz viele Ideen für die nächsten Jahre gibt. Danke. Wie sieht es denn für euch so aus für die nächsten Jahre, Helene Beach? Was habt ihr da noch so geplant? So einiges. Das kann ich ja jetzt so im Detail noch nicht sagen. Aber wir werden ja immer größer, wir wachsen ja. Ne? Genau, und dieses Jahr seid ihr ja ausverkauft. Also nicht nur dieses Jahr, von Anfang an. Genau, aber es ist quasi jedes Jahr
ausverkauft. Also das heißt auch für euch, ihr müsst ja auch ein bisschen größer werden, weil ich damit überhaupt so viele Fans hier reinpassen. Müssen wir nicht zwangsläufig, sind wir bis dato immer geworden. Aber wir können auch einfach das Level halten und uns weiter optimieren und das im Rahmen dessen ausbauen, weißt du, mehr Qualität und so. Ja. Genau, mal gucken. Aber wir können uns auch vergrößern. Das werden wir entscheiden nach dem Event, denke ich. Ja. Okay, ja, dann freue ich mich auf alles, was da noch so kommt. Und vielen Dank fürs Interview. Gerne. Danke dir.